Alt und Jung vereint. Im Pensionistenwohnhaus Hetzendorf treffen sich die Generationen. Denn hier sorgt die Kindergruppe Purzelbaum für Abwechslung. Ich war Tagesmutter und mit einer anderen Tagesmutter haben wir dann gesagt, es ist genug, das Tagesmutterleben. Wir wollen eine Kindergruppe gründen und haben dann gehört, dass der Herr Direktor gern so ein Generationenprojekt machen möchte. Und so haben wir die Idee umgesetzt und konnten dann 2004 die Kindergruppe eröffnen. Hallo, wie schön, dass du da bist, Ali. Hallo, wie schön, dass es dich gibt. Gefördert von der Magistratsabteilung für Kinderbetreuung und der Wohnhausleitung ist dieses Projekt nicht nur für Direktor Kiener eine Bereicherung. Dass Senioren und Kinder wunderbar zusammenpassen, weiß er aus persönlicher Erfahrung. Meine Tochter war sehr oft bei den Großeltern und ich habe gesehen, wie sie sich mit dem Großvater, der nicht mehr schnell konnte, sehr gut verstanden hat. Sie haben sich gut angeglichen und ich sehe es auch hier im Haus. Die einen können noch nicht schnell, die anderen können nicht mehr schnell. Und deshalb passen sie sehr gut zusammen und können gut aufeinander eingehen. Siebzehn Kinder im Alter von 1,5 bis 4 Jahren werden im Haus betreut. Den Bewohnerinnen und Bewohnern im Pensionistenwohnhaus bringt es sehr viel Leben ins Haus. Junges Leben, das herumwuselt, wo es wieder aufleben können. Und jetzt zeichnest du. Ich kann beobachten, dass die Ruhe der Senioren oft auf die Kinder übergeht und überstrahlt und die Senioren die Kinder oft mitreißen, aber auch umgekehrt. Es bringt beiden sehr viel und unseren Bewohnern vor allem sehr, sehr viel Freude. Schut, 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 die Eisenbahn. Mehrere Generationen unter einem Dach. Was früher selbstverständlich war, ist heute oft nicht mehr möglich. Die Kinder lernen, dass es schön ist, mit verschiedenen Generationen zusammenzuleben, was sie ansonsten im Alltag heutzutage leider nicht mehr so oft haben. Gemeinsam Spaß haben und Abwechslung in den Alltag bringen. Die Kindergruppe Purzelbaum und die Senioren des Pensionistenwohnhauses Hetzendorf zeigen vor, wie es geht, wenn die Jüngsten von den Ältesten lernen und umgekehrt.